In diesem Video schauen wir uns an, was Geo-Unblocking bedeutet und wie man es mit Perfect Privacy umgehen kann. Geo-Blocking bedeutet erstmal allgemein, dass bestimmte Regionen von bestimmten Inhalten im Internet ausgeschlossen werden. So ist es zum Beispiel auch bei den deutschen Mediatheken, da kann man nicht immer als ausländischer Benutzer die Inhalte sehen. Wie wird man denn überhaupt identifiziert als ausländischer Nutzer? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Und das ist eigentlich relativ simpel, nämlich mit der IP-Adresse. Gehe ich jetzt auf eine Seite wie hr.net, bekomme ich angezeigt, aus welchem Land ich komme und hier sogar noch, aus welcher Stadt ich komme. Genau diese Information hat jetzt zum Beispiel auch der BBC iPlayer. Der weiß, ich komme aus Deutschland. Und wenn ich jetzt hier mir den Film Kung Fu Panda anschauen will, bekomme ich die Meldung, iPlayer only works in the UK. Jetzt hat ja der BBC iPlayer zum Beispiel einige Filme wie den Kung Fu Panda, aber auch Serien wie Doctor Who, die recht beliebt sind in Deutschland. Und die möchte man natürlich gerne trotzdem schauen. Da kann Perfect Privacy weiterhelfen. Dazu öffne ich den VPN-Manager und kriege jetzt hier eine Liste von Ländern, in die ich mich verbinden kann. Und naja, hier steht es ja im Grunde schon, works only in the UK, the UK, United Kingdom. Das heißt, wir müssen uns hier nach England ins Vereinigte Königreich verbinden. Und da gibt es verschiedene Server zur Auswahl, hier zum Beispiel London oder Nottingham. Ich nehme mal London und klicke hier auf Verbinden. Jetzt bin ich also zu dem Server in London verbunden und lade die Seite mal neu vom iPlayer. Der hat sich jetzt in meiner Browser Session gemerkt, dass ich nicht aus der UK komme und fragt die IP nicht nochmal neu ab. Deshalb müssen wir hier den Browser neu starten. Ich navigiere jetzt also nochmal zu Kung Fu Panda und jetzt kriege ich nicht mehr die Meldung von vorhin angezeigt, sondern werde gefragt, ob ich eine TV-Lizenz habe. Na klar, ich zahle ja auch GEZ, da habe ich bestimmt eine TV-Lizenz. Naja, jetzt sehe ich hier Kung Fu Panda, kann auf Play drücken. Jetzt geht ein kurzer Trailer los, den kann ich überspringen. Und zack, jetzt geht der Film los. Ihr seht also, so einfach ist es, Geo-Unblocking zu umgehen. Das geht natürlich nicht nur mit dem BBC iPlayer, sondern auch mit allen möglichen anderen Websites. Kommt natürlich immer aufs Land an und ihr müsst euch dann halt dementsprechend ins richtige Land verbinden bei Perfect Privacy.